So, Spiel Nummer 9 gegen Brasilien. Gewinne, gewinne, gewinne. Ja, wir gewinnen hoffentlich. Los geht's. Ja. Das sieht gut aus. Die marschieren einfach mal schön, so als gäbe es nichts anderes durch unsere Verteidigung. Ja, Brasilien, der Rekordweltmeister. Und ich muss mich ja immer und immer wieder mit einem, sogar mit zwei weinenden Augen an das WM-Finale 2002 zurückerinnern. Wo ein Ronaldo mit einer äußerst beschissenen Frisur und, wo laufe ich eigentlich hin? Ja, und leider Gottes auf dem Zenit seiner Karriere uns abgefertigt hat. Naja, was heißt abgefertigt? Leider Gottes hatte unser Titan, der wahrscheinlich mit Michael Ballack der beste Spieler des Turniers war. Michael Ballack, der leider Gottes gesperrt im Finale aufgrund einer ich glaube, irgendwie seine tausendste gelbe Karte im Halbfinale gegen Südkorea. Nee, ja, war auf jeden Fall gesperrt, was schon ziemlich bitter war, da der so ziemlich alle Tore, na gut, alle Tore nicht. Ich glaube, die meisten hatte Klose gemacht. Ach man, ich erinnere mich da fast kaum noch dran. Nur an diese schmerzhafte Niederlage im Finale, wo Oliver Kahn seinen einzigsten Fehler im Turnier gemacht hat. Und dann leider Gottes im Finale. Ja. Schlimme Sache. Aber nun gut, was soll man machen? Ja. Was soll man machen, außer endlich unser zweites Tor? Naja, aber wenn man da mal schaut, ne, was aus Ronaldo geworden ist, was aus Michael Ballack geworden ist. Ne? Leider Gottes ist er jetzt zwar für die WM 2010 verletzt, aber ich meine, besser als so eine übergewichtige Tonne zu werden wie Ronaldo. Also ich meine nicht Cristiano Ronaldo, sondern natürlich den Brasilianer Ronaldo. Der damals zu der Zeit, ich glaube, ein Weltfußballer des Jahrestitel nach dem anderen gesammelt hat. Bis er sich dann irgendwann in einer Pizzeria eingeschlossen hat und nicht mehr raus wollte. Irgendwie sowas. Ach, Mist. Ja, weiß nicht, sollte ich noch aufs Spiel eingehen? Vermutlich nicht, denn außer, dass jetzt drei Brasilianer und der Torwart hinter mir herlaufen und ich das 4:0 mache, passiert dann nichts weiter, ne? Egal. Au. Echt harte Hunde, diese Brasilianer. Oh Gott, um Gottes Willen, das wollte ich sagen. Hier wird man kaputt gefault. Bis zum Abwägen. Ja, warte, Freundchen. So. Das nehme ich mal gern als Steilvorlage zum 5:0. Wäre auch mal Zeit, dass einer von den Brasilianern mal so einen abkriegt. Und die nächste Bude. Ah, nicht ganz. Oder noch ganz getroffen. Na komm. Ah, bis dahin habe ich die falsche Taste gedrückt. Eigentlich wollte ich ihn schießen lassen. Und jetzt muss ich mal schnell was tun, sonst knallt's gleich. Oh Gott. Ja, so zum Beispiel. Verdammte Axt, ey.
Ja gut, zumindest mein Ziel erreicht, einmal zu Null zu spielen, habe ich ja im letzten Spiel gegen die Niederlande. Großartig. Ich glaube, die haben alle, die Brasilianer, die haben alle Steroide genommen und wenn ich jetzt versuche, sie den Bodycheck zu verpassen, dann fliege ich selber weg. Ah Gott, meine Nase. Schnupfen hört einfach nicht auf. Aber wenn dieses Video hochgeladen ist, habe ich wahrscheinlich keinen Schnupfen mehr. Ah, das war mal ein Schuss. Na komm. Ach Mann. Ey, die hauen mich jetzt schon mit einer einfachen Gerätsche um. Die haben wirklich Steroide genommen. Sieh sich das mal an. So. Ja, vielleicht sollte mal jemand den Jungs und Mädels hier von Brasilien auf dem Rasen sagen, dass es hier ums Toreschießen geht und nicht darum, Gegner in den ewigen Schlaf zu versetzen. Aber naja, gut, das eine schließt das andere später, früher oder später nicht aus. So, letzte Minute ist angebrochen. Oh Mann. Immer diese Schnodderseuche. Und immer diese misslungenen Flugkopfbälle. Ja, geht gar nichts mehr. So, jetzt aber. Naja, oder auch nicht. Ach, Kinders. Nee. Was war das? Hat er nicht schon den Superschuss ausgeführt? Ist er, war das irgendwie, ist er irgendwie, hängen geblieben? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es lustig. Und sowas passiert einem fünfmaligen Weltmeister. Okay, als dieses Spiel rauskam, hatten sie, glaube ich, 3 Weltmeistertitel. Den vierten haben sie 94 geholt und den fünften dann 2002 in Japan und Südkorea. 94 DWM war in den USA, oder? Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Wo wir im Viertelfinale ausgeschieden sind. Als der fliegende Jordan Lechkov von Bulgarien uns den Todesstoß versetzt hat. Aber egal, wir sind an der Halbzeit angelangt. Wir sehen hier ein schönes Rio de Janeiro Karnevals-Girl im Bikini mit blonden kurzen Haaren. Ja, Halbzeit ist vorbei. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal und keep gaming.